So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angekommen im Kapitel 6, ein langer Schatten, die Spezialforschung zu Team Go, Rocket, Giovanni und den legendären Krypto-Pokémon. Nein, hüpf hier nicht drauf, sonst fällt wieder alles runter. Wir gucken nochmal, was im Kapitel 6 noch ansteht. Ein langer Schatten, 2000 Erfahrungspunkte, 2000 Erfahrungspunkte, 2000 Erfahrungspunkte, nochmal 3 Top-Beleber, 20 Hyperbälle und 3 Sonderbonbons. Boom, jetzt ist es abgeschlossen, ihr seht, alles hier fertig, wunderbar. Und oh, die Frage natürlich an euch, wie fandet ihr die Spezialforschung und hat das euch Spaß gemacht? Hätte das ruhig länger gehen können? Fandet ihr es zu lange durch diese 5 Tage Stops hintereinander drehen? Wie findet ihr solche Aufgaben? Ist das schwachsinnig und zieht das in die Länge? Weil das ist ja nichts, was schwer ist und anspruchsvoll. Das ist ja einfach wirklich nur, um es in die Länge zu ziehen. Während andere Sachen in einem Kapitel stattfinden, wo ihr wirklich wahrscheinlich mehrere Tage dazu bräuchtet. Außer ihr habt den ganzen Tag Zeit und suchtet permanent. Wenn man zum Beispiel die 3 Rocket-Bosse besiegen soll, Alo, Cliff und Sierra. Ihr müsst ja erstmal 6 Rüpel besiegen, dann müsst ihr den Boss besiegen, dann müsst ihr wieder 6 Rüpel besiegen, dann den nächsten Boss besiegen, dann wieder 6 Rüpel besiegen und dann den nächsten Boss und das alles in einem Kapitel. Dazu müsst ihr aber erstmal auch genügend Rüpel in der Umgebung haben, dass ihr 6 Stück machen könnt. Und wenn ihr einen Rüpel gemacht habt, müsst ihr auch noch den entsprechenden Boss finden. Es kann ja sein, es werden euch 3 Bosse angezeigt, aber alle 3 Bosse sind natürlich Alo oder Sierra oder Cliff und euch fehlen jeweils die 2 anderen, also Leute mit wenig Pokestops und demzufolge auch wenig Rocketstops werden da vielleicht ihre Probleme haben. Ihr wisst, wie das immer ist. Dorfspieler, Stadtspieler und so weiter. Da hatten wir heute auch wieder eine kleine Diskussion drüber. Und ich kann euch nochmal zeigen, meine Spielumgebung, wenn das GPS-Signal zurückkommen würde. Hey! Ich glaube, durch Schütteln wird das nichts. Aber ich mache es einfach mal so. Ihr seht ja, hier oben sind 2 Arenen, hier sind viele Stops, da hinten sind Stops, da sind nochmal Arenen, noch eine Arena, nochmal Stops, da kommen immer mehr hinzu. Hier unten ist der Park, da ist jetzt wieder ein Stop hinzugekommen, da sind Arenen, da hinten, da sind noch etliche nicht gedreht. Hier den Stop, den habe ich ja selbst eingereicht, das Insektenhotel Lions North. Hier hinten geht es zum Bahnhof runter, da ist die ganze Straße gepflastert. Hier gibt es eigentlich immer was, hier hinten ist auch noch ein Rocket Stop, da hinten ist ein Raid. Da oben ist ein Rocket Stop, also ich muss sagen, man hat echt Glück hier in der Umgebung, in der Spielumgebung, da ist noch ein Rocket Stop. Wir haben also eigentlich immer Rüpel da, die man bekämpfen kann und wenn ihr einen Leader sucht, ist meistens auch irgendeiner in der Umgebung. Ihr habt es ja während der Spezialforschung bestimmt mitbekommen, dass meistens da oben 3 waren, da unten 2 und ihr musstet nicht lange laufen. Für die Giovanni-Suche hat es mich leider bis ins Wildgehege verschlagen und der nächste wurde ganz da drüben angezeigt und dann war es gar keiner, also das war ein bisschen nervig. Da muss ich auch sagen, war ich dann auch mit dem Auto unterwegs, weil ich das einfach fertig machen wollte an einem Tag und jetzt nicht so lange Zeit hatte, den ganzen Tag nur rumzulaufen. Trotzdem fand ich es sehr erfrischend, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, ohne diese Spezialforschung hätte ich in letzter Zeit nicht so viele Rocket Stops gemacht. Und mit der Zeit weiß man natürlich ganz genau, wenn welcher Satz kommt, was für Pokémon da rauskommen können und welche Pokémon ihr auch dagegen nehmt, sodass ihr eigentlich jeden Rüpel beim ersten Mal gleich besiegen könnt, mitnehmen könnt, erlösen könnt. Viele erlösen ja gerne alles Mögliche, was da ist. Ich erlöse weiterhin immer nur die mit 1000 Sternenstaub, die zum Erlösen nur 1000 Sternenstaub brauchen. Momentan ist das auch Hornliu oder eben Carpador, Radfratz, Zubat, solche Sachen einfach, solche einfachen. Wenn ein 100er dabei ist, kann man das mal erlösen, muss man aber nicht. Ich glaube, ich könnte einen Lavitar erlösen und einen Slimer, was zu 100 werden würde. Brauche ich aber eigentlich nicht. Ich habe meine Despoter-Armee voll, ich würde das auch nicht hochziehen. Ich würde das vielleicht einfach so lassen. Und ein Zubat haben wir ja in der Forschung noch erlöst. Für die Medaille braucht man natürlich trotzdem ein paar, aber die werde ich weiterhin machen mit Zubat und allem möglichen, weil irgendwann ist die Medaille auf Gold für das Erlösen und dann macht ihr da eh nichts mehr. Was bringt es euch jetzt wirklich, 10 Millionen Sternstaub rauszuhauen, wenn ihr eigentlich nur 1 Million Sternstaub raushauen müsstet, um die Goldmedaille zu kaufen mit Sternstaub?
Am Ende gab es jetzt aber Arktos auf jeden Fall. Arktos, warum ausgerechnet Arktos? Warum wird der Team Blau bevorzugt? Oder wird das auch so sein, da die Forschung ja jeden Monat ist, dass vielleicht diesen Monat es mit Arktos gestartet hat und vielleicht habt ihr ja nächsten Monat schon ein anderes? Die drei Vögel wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht habt ihr ja nächsten Monat schon Lavados drin und den Monat danach dann Zapdos. Und vielleicht fängt das dann wieder an. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich ein halbes Jahr oder so geht und ihr sechsmal Arktos Krypto bekommen könnt. Das ist im Endeffekt, wenn man es so nimmt, so ähnlich eben wie ein Feldforschungsdurchbruch, nur mit mehr Aufwand. Den Feldforschungsdurchbruch könnt ihr halt jede Woche machen, kriegt jetzt momentan die Vögel, und die Spezialforschung, die könnt ihr jetzt jeden Monat machen, kriegt da auch momentan die Vögel oder den Vogel erstmal. Finde ich aber gerade für aktive Spieler eigentlich interessanter, denn beim Feldforschungsdurchbruch wirklich, wenn ihr Raids gemacht habt, immer, wenn ihr die ganze Zeit da am Suchten wart und ihr kriegt da so ein Level 15er Arktos hinterhergeschmissen mit irgendwas, das braucht eigentlich keiner mehr, der beim Raid-Tag dabei war oder der die Raids damals so gemacht hat, als die in den 5er waren. Und Feldforschungsdurchbruch ist für mich uninteressant geworden eigentlich, solange da nicht was drin ist, was es überhaupt noch nicht gab. Wenn was Neues drin wäre, so wie damals da mit Ninja Tom Ninjask, dem ganzen Zeugs da, oder was gab's noch? Keine Ahnung. Andere Sachen eben. Ihr wisst ja Bescheid, was alles drin war. Das ist auf jeden Fall für mich eigentlich uninteressant geworden. Ich vergesse sogar manchmal meine Stempel abzuholen. Aber diese Spezialforschung, da gibt es nebenbei noch etliche Belohnungen. Das ist natürlich cool, dass man da immer so ein kleines, dieses Belohnungssystem, dass man so ein Erfolgserlebnis hat, man hat das abgeschlossen, es geht weiter, man kriegt vorgeschrieben, du musst jetzt das machen und das, bei dem anderen Zeugs, naja, da löst du halt deinen Stempel ein, du kannst ja auch aussuchen, welche Aufgaben du machst, aber da ist jetzt nicht so die Langzeitmotivation dahinter, oder ich finde das eben nicht so genial wie diese Forschung dann. Wenn du genau weißt, du machst das alles, du kannst auch deine Medaille vorantreiben, du kannst auch gute Pokémon dabei bekommen, irgendwo macht es mir auch ein bisschen Spaß. Macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, als PvP zu kämpfen. Ich kämpfe lieber gegen die Rübel als im PvP-Modus. Und am Ende hast du noch einen fetten Boss, kannst noch einen Einhaltstein bekommen und kriegst jetzt erstmal Arktos Krypto, was eben für jeden neu war. In dem Feldforschungsdurchbruch Arktos haben viele schon, nur die Neuen kriegen einen Arktos als neuen Eintrag, aber Leute, die jetzt die Spezialforschung machen, für die ist alles neu. Jeder hat jetzt ein Krypto Arktos bekommen und keiner davor hatte ein Krypto Arktos. Und wenn dann Zapdos Krypto kommt und Lavados Krypto, manche wollen das dann erlösen, dass sie eben eins mit guten IV bekommen, aber die Kryptosammler, die Kryptofamilien auch sammeln, die freuen sich, dass sie ihren Kryptodex erweitern und da eben neue Sachen bekommen. Mit mehr Aufwand, mit mehr drumherum, mit mehr Belohnungssystem, was Neues bekommen, ist meiner Meinung nach eben viel besser und viel schöner als jetzt den Feldforschungsdurchbruch, wo trotzdem immer nur alter Gulasch rauskommt, den man schon haufenweise hat. Ah, nee, lass mein Bändel in Ruhe. Das ist aber nur meine Meinung dazu. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie fandet ihr die Spezialforschung? Fandet ihr die genial? Möchtet ihr die jetzt wirklich auch jeden Monat machen? Oder wünscht ihr euch, dass da ganz andere Aufgaben kommen? Würdet ihr lieber wollen, dass Arktos jetzt erstmal ein paar Monate dabei bleibt? Oder wollt ihr, dass nächsten Monat der nächste Vogel kommt? Dass nächsten Monat Lavados kommt? Nächsten Monat danach dann Zapdos? Dann vielleicht auch die anderen Sachen? Ho-Oh, Lugia, das sind ja dann im Endeffekt bei 6 Pokémon sind das auch schon 6 Monate, sind auch schon ein halbes Jahr, und es gibt ja genügend Legendäre, die man jetzt da reinpacken könnte, immer für einen Monat. Der normale 5er Raid Boss hat ja eigentlich auch jeden Monat gewechselt, so könnten sie auch den Krypto-Legendären in der Krypto-Spezialforschung von Team Go Rocket ändern. Wie sie das am Ende machen, werden wir sehen. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Sache. Hat Spaß gemacht, man ist mal wieder rausgekommen, man hatte viel Content hier zu zeigen, zu bieten, auch gerade wie man die Rüpel besiegt, wie man die Leader besiegt, wie man den Boss besiegt, wie man Giovanni besiegt, wie Regirock einfach das beste Pokémon mittlerweile ist und zu meinem persönlichen Favorit geworden ist, zu meinem persönlichen Liebling. Boah, das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.